Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben noch recht früh, die Sonne strahlt, es ist echt schönes Wetter, aber es ist noch nicht zu heiß, also noch recht angenehm. Deswegen wollte ich auch relativ früh heute meine Sachen erledigen. Unter anderem gehe ich jetzt erstmal einkaufen. Ei. Hier ist was los am frühen Morgen auf den Straßen. Okay. Erstmal Fenster runter, ist so heiß. So. Ich den jetzt am besten hin. Ich glaube, ich fahre hier nur kurz zum Penny runter. Das geht am schnellsten. Wenn man nämlich mal frische Brötchen holen und Aufschnitt und Milch brauche ich und ja. So ein paar Sachen halt. Ja, ich habe mich ja gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Ich habe auf Instagram auch, auf Snapchat auch nur zwei Bilder kurz gemacht. So ein bisschen von der Tischdeko, von der Baby. Feier. Ja, das Ganze hat nämlich in einem privaten kleinen Garten stattgefunden und waren schon relativ viele Leute da und da hätte ich auf gar keinen Fall filmen können. Da hätte ich wahrscheinlich 80% der Leute mit dieser Kamera direkt drauf gehabt und so. Und das kann ich halt nicht machen. Ich hatte auch keine Lust, da jeden Einzelnen irgendwie zu fragen, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht oder wie auch immer. Joa, deswegen habe ich nicht gefilmt, aber habe diese zwei Fotos gemacht, aber es war jetzt auch nichts Besonderes, es war jetzt nur ein Foto habe ich gemacht von der Tischdeko, ja, war alles ein bisschen rosa angehaucht, weil sie nämlich ein Mädchen bekommen und dann nochmal vom Essen, weil sie noch gegrillt wurde, genau. Ansonsten war es eine ganz normale Gartenparty, sag ich mal, in Kombination mit Babypartys. War halt auch gemischt, Männer und Frauen waren da. Geschenke wurden zu Anfang auch direkt ausgepackt und ja, war also war eine ganz, ganz süße Runde. Ganz tolle Menschen waren da. War auch schön gewesen, Leute mal nach Jahren wiederzusehen. So, unter anderem nämlich derjenige, der Vater wird. Das war ja, ein alter Klassenkamerade von mir und ist immer noch ein sehr, sehr guter Freund, sehr enger, also einer der engsten Freunde von meinem Freund. Und den habe ich jetzt wirklich nach keine Ahnung wie vielen Jahren wieder das erste Mal gesehen. Ja, war schon schön gewesen auf jeden Fall. Ja, und gestern ist dann auch nichts mehr passiert. Wir sind irgendwann gegen, ich glaube so 7.30 Uhr, 8 Uhr ungefähr zu Hause gewesen. Dann sind wir, eigentlich haben wir uns auf die Couch gesetzt, noch einen Film geguckt und ich bin auch während dem Film eingeschlafen. Ich war völlig fertig, war super, 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 super müde. Genau. So, und jetzt erledige ich mal ein paar Sachen hier. Muss halt noch zur Post, muss ich noch ein paar Sachen wegbringen. Genau. Ich gehe jetzt erstmal einkaufen, dann nebendran hier ist direkt die Post. Da kann ich zwei, drei Sachen abgeben. Um diese Uhrzeit ist da auch nicht viel los, das ist mega gut. Und dann geht es wieder ab nach Hause, was essen und dann Video schneiden. Genau, that's the plan. Guten Morgen. So. Oh, ich beneide alle, die elektrische Rollladen haben. So, wir haben noch sehr früh. Jetzt ist es gerade aktuell 6.40 Uhr. Ja, 6.40 Uhr, krass, oder? Ich habe heute zwei sehr, 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 sehr wichtige Termine. Und der eine ist relativ spät, also am späten Nachmittag. Und der andere ist am frühen Vormittag, sagen wir es mal so. Und bis dahin muss ich noch einiges erledigt haben. Gerade was YouTube angeht. Ich habe gestern einiges fertig bekommen, weil ich möchte heute diesen Fashion Haul, den ich abgedreht hatte, beziehungsweise es war ja nicht nur ein Fashion Haul, da waren auch viele Accessoires dabei, da war auch Beauty dabei und so weiter. Oh Gott, ich bin jetzt außer Atem, weil ich gerade wirklich die ganze Zeit mehrmals 5, 6 Mal hintereinander niesen musste. Puh. Die nächste Woche soll es auch nicht so ein tolles Wetter werden. Zwischendurch mal wieder sonnig, aber es fällt schon zwischendurch runter auf 22, 23 Grad. Ich finde das so angenehm. Yeah!
Ja. Was wollte ich sagen? Ja, gestern habe ich auch nichts gemacht, außer ich war zu Hause und habe eigentlich die ganze Zeit Videos geschnitten und E-Mails beantwortet und solche Sachen halt eben. Und heute kann ich euch leider Gottes nicht mitnehmen. Das ist wieder einer dieser Sachen, wo ich halt erzählt hatte, wo ich gerade noch nicht so richtig drüber sprechen darf. Leider Gottes. Und es sind genau zwei Termine oder zwei Sachen, wo ich eben gerade aktuell noch nicht sprechen darf. Aber es sieht danach aus, dass ich über das eine Thema zumindest schon relativ bald sprechen könnte. Also noch ein bisschen abwarten. Ja, ich glaube, ich bin auch so extrem früh wach, weil ich mega aufgeregt bin. Ich muss kurz meine Nase putzen. Einen Moment. So, dann bin ich wieder mit roter Nase. Oh Mann. Aber das ist morgens immer so ganz, ganz schlimm. So, jetzt gucke ich erstmal eine Folge Alles, was zählt und esse hier erstmal Cornflakes. So für den Start, weil ich weiß auch nicht, ich habe gestern Abend nichts mehr gegessen und ich bin gerade aufgewacht und ich hatte so einen Magenknurren. Ich hatte so Hunger. Und deswegen habe ich jetzt hier so eine halbe Schüssel Cornflakes, esse die erstmal und starte in den Tag. Kümmere mich dann erstmal um das Video, das fertig zu kriegen, dass das dann online gehen kann. Oh Mann, oh, ich bin echt noch müde. Shit. So, die Werbung schon mal laufen lassen. Ja, aber ich glaube auch, dass ich so früh aufgewacht bin, weil ich mega aufgeregt bin. Das sind heute zwei sehr wichtige Termine, sagen wir es mal so. Also die sind so richtig, richtig wichtig. Für mich hängt da tatsächlich viel von ab. Und ja. Aber ich denke, ich werde es später in den Vlogs einfach mal kurz sagen, ob es positiv oder negativ war. Wobei, wenn es so richtig, richtig, richtig alles negativ war, ich glaube, dann bin ich nicht mehr in der Lage zu vloggen, dann ist alles scheiße sozusagen auf gut Deutsch. Mal gucken. Positiv denken, aber so ein kleiner Zweifel ist ja trotzdem immer da. Gerade beim zweiten Termin, da ist es halt so total offen, ob es gut oder schlecht ist, ob es gefällt, ob es nicht gefällt, ob man da. Ist halt schwierig, etwas jetzt zu sagen, ohne drüber zu reden. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Heute ist nur ein extrem, einer der wichtigsten Tage überhaupt für mich. Und deswegen bin ich so ein bisschen gerade. Muss mal runterkommen jetzt erstmal. Deswegen frühstücke ich jetzt erstmal, schau meine Serie und starte mal einfach so in den Tag. Und ich glaube, umso mehr die Uhrzeit anrückt, dass ich los muss, ich glaube, umso nervöser werde ich. Oh mein Gott, ich muss davor erstmal kalt duschen gehen, dass ich erstmal runterkomme. Ja, deswegen melde ich mich entweder später oder morgen. Keine Ahnung, mein Freund kommt später noch. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich abends so zum Vloggen komme, aber spätestens morgen. Hoffe ich dann, dass ich mich melde. Genau, wir werden sehen. Also bis dann. Tschüss. Ich hoffe, man erkennt das annähernd. Oh mein Gott, ich feiere es gerade so sehr. Es regnet, es ist windig, es zieht hier durch. Genial. So kann es bleiben. Und die armen Pflanzen kriegen auch nach so vielen Tagen extrem Hitze auch einfach mal ein bisschen was zu trinken ab. Richtig genial. Oh mein Gott, es schüttet. Also es schüttet so richtig ausströmen. Aus Eimern. Es schüttet in Strömen aus Eimern. So, Mann. Oh Mann. Ja, ich bin hier die ganze Zeit. Da ist mein Laptop am Laptop dran. Hab mir gerade Kartoffelpuffer gemacht. Mit Apfelmus. Ich liebe es. Hatte ich, glaube ich, gestern oder vorgestern gegessen. Ich weiß es gar nicht mehr. Gestern, genau. Und da ich ja so einen kleinen Kühlschrank habe und so einen kleinen Kühlfach, versuche ich dann immer solche großen Sachen nahezu am ein, zwei Tage irgendwie wegzumachen. Ja, ich habe mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Und zwar, also ich hatte ja meine zwei wichtigen Termine, wobei der zweite Termin so lalala war, aber der erste Termin war halt sehr wichtig und der ist auch positiv verlaufen. Halleluja, Gott sei Dank. Also da ist alles perfekt abgelaufen. Der zweite Termin war. Ich sag mal okay, aber letzten Endes ist ja negativ verlaufen. Also ja, genau. Aber das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, der erste Termin war der wichtigste und der ist positiv verlaufen und deswegen alles super. Genau, und es war eigentlich so gewesen, also ich hatte ja den ersten Termin, danach bin ich mit meinem Freund noch ins Main-Taunus-Zentrum gefahren. Main-Taunus-Zentrum?
Nordwestzentrum? Mein Taunuszentrum. Oh Mann. Genau, da haben wir einfach so ein bisschen die Zeit vertrieben, bis dann der nächste Termin losgegangen ist. Da ist er, war er auch dabei gewesen. Und in diesem Zentrum habe ich auf einmal eine Freundin, wieder gesehen. Die ist momentan, also das ist meine alte beste Freundin, also aus der Schulzeit sozusagen heraus. Die von der 5. bis zur 10. Klasse war ich halt mit ihr immer. Und die ist ja vor einigen Jahren nach Texas gezogen. Die hat einen Amerikaner geheiratet und lebt jetzt seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren schon in Amerika, in Texas. Hat 2 Kinder mittlerweile. Der Älteste ist auch schon 8, also mega. Und die kommt immer mal wieder nach Deutschland und treffen uns dann auch immer. Und jetzt ist sie jetzt mittlerweile schon seit 1,5 Wochen ungefähr hier. Aber es kam noch nicht dazu, dass wir uns treffen konnten. Klar, sie ist dann auch erstmal mit Familie und so weiter und so fort. Und dann sind wir ihr wirklich über den Weg gelaufen und das war so lustig. Sie war mit ihren 2 Söhnen und mit ihrer älteren Schwester unterwegs und dann haben wir uns erstmal unterhalten und gequatscht und es war so schön, sie wiederzusehen. Oh mein Gott, das ist so, es gibt so Freundschaften im Leben, die sind ehrlich, die sind rein und die sind echt. Und da könnte auch, egal was passieren, diese Freundschaft würde niemals kaputt gehen. Egal was passiert. Das sind so diese ehrlichen, wahrhaftigen Freundschaften. Wo man sich auch nicht böse ist, wenn der eine mal rumzickt oder keine Ahnung was. Und wenn man sich auch mal ein Jahr nicht gehört hat und sich dann wieder hört, dann ist es wie wenn keine Zeit vergangen ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, ob es so Freundschaften bei euch gibt, je nachdem in welchem Alter ihr seid. Das kommt auf jeden Fall erst mit dem höheren Alter. Ja, es ist wirklich so, dass manchmal hört man sich immer mal wieder alle paar Monate, manchmal hört man sich ein ganzes Jahr gar nicht und dann hört man sich wieder und dann ist es wie wenn keine Zeit vergangen wäre, weil man einfach weil da einfach so eine tiefe Verbundenheit über die Jahre aufgebaut wurde, dass das ja kein Mensch irgendwie schafft kaputt zu machen. Und es war so schön, sie wiederzusehen. Und wir treffen uns jetzt die nächsten Tage auch. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich so, 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 so sehr, wirklich. Und ja, da werde ich auch den ganzen Tag mit ihr verbringen und wir werden uns zu Tode quatschen wahrscheinlich. Ja, genau. War ein sehr schöner Tag gestern. Wie gesagt, der zweite Termin war nicht so dolle gewesen, aber ist eigentlich auch Pustekuchen, ist nicht so wichtig. Aber der erste Termin ist super gelaufen und dann habe ich sie auch noch getroffen und dann war alles rundum so wunderschön, sozusagen. Ja, abends war ich dann nur noch mal bei meiner Schwester gewesen und dann bin ich eigentlich nach Hause, habe mich ins Bett gelegt und bin auch nahezu direkt eingeschlafen. Genau. Deswegen habe ich auch gar nicht mehr großartig mitgefilmt. Sorry. Jetzt bin ich schon eine ganze Zeit lang wieder wach. Bin eigentlich den ganzen Morgen am Videoschneiden gewesen. Das Video ist jetzt schon abgespeichert, hochgeladen. Ich fülle gerade die Infobox und so weiter aus und werde das Video dann auch online stellen. Und dann muss ich später auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Ansonsten ist heute nicht viel geplant. Ich muss auf jeden Fall noch viel Papierkram machen. Also heute ist wirklich so Papierkram-Tag. Also es ist eine ganz lange Liste, was ich alles abarbeiten muss, was ich alles machen muss und überhaupt. Also es ist wirklich richtig, richtig viel. Und morgen werde ich vielleicht, das steht noch nicht hundertprozentig fest, aber vielleicht meine Haare wieder färben. Also Strähnchen machen. Genau, damit es voran mal langsam geht. That's the plan zumindest. Mal gucken, ob es umgesetzt wird. Und ja, jetzt hat es aufgehört zu regnen und die Sonne scheint. Ich glaube es ja gar nicht. Das Wetter ist so bekloppt. Lustig. ja, zum DM muss ich unbedingt. Ich habe keine Kontaktlinsen mehr und brauche so nicht großartig viel, aber auf jeden Fall Kontaktlinsen und irgendwas war noch gewesen, was ich ganz dringend brauchte. Aber irgendwie sowas, was ich halt auf jeden Fall brauche, weil ohne geht halt eben nicht. Also Kontaktlinsen auf jeden Fall. Ganz, 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 ganz wichtig. Irgendwas war noch, ich muss mich echt dran erinnern und es mir aufschreiben, weil sonst vergesse ich es wieder. Ja, ich habe übrigens viele Nachrichten bekommen unter meinem letzten DM-Haul oder beziehungsweise unter meinen
letzten Vlogs, wo ich gesagt habe, wo ich euch ja erzählt habe, dass es ja so ein bisschen schwierig gewesen ist, im DM zu filmen und so weiter und so fort. Und da haben viele geschrieben, ja, hol dir doch einfach eine Drehgenehmigung. Dann gab es welche, die auch gesagt haben, ja, das macht man ja auch nicht, du sollst eine Drehgenehmigung dir holen und pipapo, keine Ahnung was. Also, an eine Drehgenehmigung ranzukommen, ist als kleiner YouTuber nahezu unmöglich. So, es ist wirklich nahezu unmöglich. Also die großen YouTuber, die ja diese offiziellen Drehgenehmigungen haben, da kennt ihr ja die Live-DM-Halls, die haben weit über eine halbe Million Abonnenten. Also für die ist es logischerweise kein Struggle, da eine Genehmigung zu bekommen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel von einer YouTuberin auch mitbekommen, ich weiß gar nicht wie viel, die hat auf jeden Fall über 100.000 Abonnenten. Also auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie viel sie hat, aber sie hatte zum Beispiel es auch nicht geschafft, eine Drehgenehmigung zu bekommen. Also die hat da richtig Probleme mit gehabt, irgendwas zu erreichen und sie hat es nicht bekommen. Und dann denke ich mir so, okay, dann brauche ich es gar nicht erst probieren, ganz ehrlich. Also entweder ich mache so wie bei den letzten Malen, dass ich es einfach versuche, so gut es geht mitzufilmen. Und sobald es dann heißt, ja, nee, du sollst hier nicht filmen oder geh raus, dann mache ich das halt eben. Und dann gibt es einfach in Zukunft wieder die ganz normalen alten DM-Holz von zu Hause aus vor der Kamera. Und dann ist es halt so. Also ich kann es ja nicht ändern. Ja, aber weil so viele gesagt haben, ja, warum ich das denn überhaupt so mache, so von wegen, stress dich doch nicht, hol dir doch einfach eine Drehgenehmigung. Ja, Pustekuchen, als ob jeder x-beliebige eine Drehgenehmigung bekommt. Und ich bin halt ein mega kleiner YouTuber, also mir gibt keiner eine Drehgenehmigung. Das wollte ich unbedingt nochmal sagen, weil das viele so dargestellt haben, so, ja, warum drehe ich denn irgendwo, wo ich nicht drehen darf? Hol dir doch eine Drehgenehmigung. Nee, ihr Lieben, leider Gottes ist das nicht so leicht, wie ihr das gedacht habt anscheinend oder wie ihr das geschrieben habt zumindest. Also überhaupt nicht alles andere, ganz im Gegenteil, es ist verdammt schwierig. Können auch viele nicht nachvollziehen, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Letzten Endes ist es ja Werbung für den eigenen, also für den Laden, die sie sozusagen umsonst bekommen. Also sie müssen ja dafür nichts zahlen. Aber dennoch, keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen. Ist mir auch wurscht, ich werde es einfach in Zukunft immer mal wieder probieren. Und wenn es heißt, ich soll aufhören zu filmen oder ich soll rausgehen, dann mache ich das. Und dann drehe ich meine DM-Holz oder das, was ich dann einkauft habe, ganz normal von zu Hause aus. Und dann ist es so, dann kann ich es halt leider Gottes nicht ändern. Ja, es gibt die ein oder anderen DMs, die sind da so ein bisschen lockerer und die stressen sich da gar nicht. Und dann gibt es wieder diese größeren DMs, die da einen auf, ach, wir sind so etipetete, wir sind groß und du musst uns erst überhaupt fragen, ob du hier reingehen darfst, so in etwa. Also die übertreiben es dann halt auch mal ganz gerne und ja, das war halt beim letzten DM so gewesen. Und beim, wie gesagt, beim vorletzten hatte ich ja gar kein Thema. Als ich den ersten Live-DM-Hall gedreht hatte, hatte ich ja das Problem überhaupt nicht. Deswegen, mal sehen. So, oh, Nase juckt, jetzt fängt wieder die Sonne an. Kann doch nicht sein. Naja, eine Sache wollte ich euch noch erzählen. Und zwar, jetzt gerade ist die Staffel von Shopping Queen da, wo ich hätte dabei sein können. Also wo ich ja unter die letzten 10 gekommen bin. Und mir wurde ja damals gesagt, es wird zwischen mir und noch einer anderen entschieden, weil wir uns ähnlich sind, weil wir die gleichen Hobbys oder Jobs haben. Und jetzt habe ich auch herausgefunden, wer das ist. Das ist eine Instagrammerin, die macht kein YouTube oder sowas, die ist rein auf Instagram vertreten und die hat auf Instagram 183.000, haben die, glaube ich, gesagt, 183.000 Follower. So, also ich würde mal sagen, da haben wir die Begründung. Ich habe natürlich mit meinen 15.000 total verloren gegen sie sozusagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die sagen, sie war grundsätzlich irgendwie interessanter oder ich war nicht so interessant oder keine Ahnung was. Aber wenn man natürlich das dann so sieht, weil ich weiß es ja, die haben es mir ja wirklich so gesagt, dass es noch eine gibt, die das Gleiche macht wie ich mit Social Media und dass sie eben nicht zwei Stück reinnehmen möchten, obwohl sie von uns beiden begeistert sind und dass eben zwischen uns beiden entschieden wird. Und wenn man natürlich dann diejenige sieht und die dann so viel mehr Follower hat, wirklich das Fünffache, Sechsfache, weiß der Geier, wie vielfache, dann ja, macht es halt so ein bisschen Klick, gell? Also das nehme ich mir einfach mal so das Recht raus, dass ich das als Erklärung sehe, dass ich eben viel, viel, viel weniger Follower habe und dass sie natürlich mit der größeren Reichweite vielleicht dementsprechend auch interessanter ist. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so ist, aber das war halt jetzt so ein klitzekleines bisschen meine Erklärung.
Dennoch schaue ich mir das jetzt gerade an. Heute ist der dritte Tag schon. Ist eine ganz coole Truppe. Also alle fünf von denen, super Mädels, total interessant, denen zuzugucken und sowas. Also richtig genial. Die hatten nur ein total bescheuertes Thema. Ich bin voll froh, dass ich das nicht machen musste. Voulez-vous, lalala, irgendwas. Volant. Also das Thema Volant. Die sollen irgendein Stück oder irgendein Kleidungsstück finden, was irgendwie mit Volant ist. Und ich denke mir so, okay, es gibt mal immer mal wieder Kleidungsstücke. Gerade jetzt ist es auch oft, sieht man es auch oft bei Zara und so weiter. Aber bei Zara darf es zum Beispiel nicht rein, weil da die haben ja keine offizielle Drehgenehmigung. Man darf nicht, ich glaube H&M gehört auch damit dazu, da ist ja auch keine Drehgenehmigung. Sowas wie Primark oder sowas ist ja auch weg. Das sind so die Hauptläden und da darf man nicht rein und nicht einkaufen, weil dort keine Drehgenehmigung ist. Also die überhaupt generell, egal von wem, von welchen, die möchten ja dort, dass dort nicht gedreht wird. Das sind ja auch die Läden, die nicht mit Influencern kooperieren und so weiter und so fort. Also total bescheuert. Weil zu diesem Thema würde man bei Zara auf jeden Fall extrem viel finden. Joa. Aber ich glaube, wenn ich dort gesessen hätte und es hieß, ja, hier Thema Volant, hätte ich erstmal so gedacht, so, what? Warum? Was soll das? Warum nicht Sommerkleidchen oder irgendwie sowas? Ja, ich glaube, ich hätte das Thema nicht so gefeiert. Naja, aber sie machen es eigentlich ganz gut. Jetzt gucke ich mir heute ist Mittwoch, die dritte Dame gerade an, die macht das eigentlich auch ganz gut. Ja, das schaue ich mir jetzt noch zu Ende an, beziehungsweise nebenbei mache ich jetzt erstmal das Video zu Ende, dass es endlich online geht. Aber ist sehr interessant auch so zu sehen, wie die Mädels oder die Frauen da shoppen gehen und das findet ja alles in Frankfurt statt und dann sieht man die Ecken und ich finde es voll interessant, dass die bei Shopping Queen manchmal in solche Läden reingehen, wo man auch selber noch nie drin war, das man überhaupt nicht kennt überhaupt, dass man so ein paar neue Eindrücke hat, wo man sagt, oh, da muss ich mal rein, das sieht ja ganz interessant aus. Und die ist auch gerade in so einem Nebenstraßenladen drin und sieht zum Beispiel total fancy aus, wo die da gerade drin ist. Ja, ich gucke jetzt hier mal auf jeden Fall weiter und ich denke, ich werde mich morgen bei euch melden, weil heute passiert nicht mehr wirklich viel. Nee, also im allerhöchsten der Gefühle gehe ich noch einkaufen, aber auch nur Lebensmittel, aber kann auch sein, dass ich das morgen mache, wenn ich dann nach dem Haarefärben fertig bin und danach noch zum DM und dann würde ich mich auf jeden Fall wieder bei euch melden. Genau, also bis morgen. Tschüss.